Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV. Nichts ist inzwischen so, wie es immer gewesen ist in Russland. Da geht das Flugzeug von Söldnerchef Jewgeni Prigoschin nach einem Absturz in Flammen auf. Möglicherweise ist das die große Wende im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Das ist das eine. In Österreich wiederum zittern tausende Häuselbauer vor den explosionsartig nach oben rasenden Zinsen. Und es kann natürlich dazu führen, dass ihnen die Bank eigentlich die Hütte wegnimmt, weil sie die Kreditraten nicht mehr bezahlen können. Die Banken haben zwar in einem Mini-Gipfel eingelenkt und sagen, dass man zumindest auf die Mahnspesen verzichten möchte, ein Minimalkompromiss, aber wirkliche Entlastung im Zinsstreit bringt das keine. Und dann ist die Frage, ist das jetzt ein super Sommer? Zuerst Hitze, dann Gewitter, dann wieder Hitze, dann Blitze. Und was bedeutet das jetzt eigentlich für Österreichs Fremdenverkehrswirtschaft? Und der Politiker dieses ungewöhnlichen Sommers ist Herbert Kickl. Er schweigt auf der einen Seite, auf der anderen Seite teilt er im sogenannten Stasi-Verhörzimmer des ORF heftig aus. Er liegt in allen Umfragen weiter vorne. Doch sagt das wirklich was aus? Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Sie zum schrägsten Politduell Österreichs. Stefan Betzner, Ex-Assistent von Jörg Haider und FPÖ-Insider und PR-Berater. Und auf der anderen Seite Nico Kern, SPÖ-Insider und Unternehmer. Doch gleich zur ersten Frage. Österreich ist das Land der Häuselbauer. Viele sind verschuldet, bis zu 350.000 in den meisten Fällen, was zuerst als Rückzahlrate 1.000 Euro ausgemacht hat, sind inzwischen fast 2.000. Jetzt gab es diesen Minimalkompromiss. Herr Betzner, ist das der große Wurf gewesen? Na, auf jeden Fall nicht. Es ist ein ganz, ganz kleiner Schritt, muss man auch sagen. Es ist zumindest kein Schritt, also nicht gar nichts passiert, aber ein ganz, ganz kleiner Schritt. Der ist aber auf alle Fälle zu kurz und zu wenig. Ja? Die Banken haben kräftig verdient oder verdienen nach wie vor kräftig durch die Zinserhöhungen der EZB und dadurch, dass sie ihre Gelder mit einem Zinssatz von 3,75%, also bei der EZB hinterlegen können, damit Milliardengewinne machen, andererseits aber den Sparern die Zinsen nicht weitergeben bzw. Kreditzinsen erhöhen. Ja? Und das geht einfach nicht. Ja? Und das droht tatsächlich, wie Sie sagen, viele Pleiten und einfach viele Häuselbauer, die sich das nicht mehr leisten können, weil sie auch ganz anders gerechnet haben und vor allem von den Banken auch ganz anders beraten wurden. Ich glaube, dass das auch ein wichtiges Argument ist im Zusammenhang dessen, dass ja der Verein für Konsumentenschutz und andere jetzt dazu übergehen, die Banken zu klagen. Ja, ich glaube, dass das wirklich ja, auch notwendig ist, dass man diese Konzerne angreift, weil die glauben ja, sie können tun, was sie wollen. Andreas Babler, der neue SPÖ-Chef, hat das ja gestern auch im Sommergespräch für OE24TV klar gesagt. Da muss was geschehen. Nico, ist das zu wenig, was die Banken da anbieten? Und vor allem muss der Druck von der Politik doch intensiver werden? Also Herr Babler und sein Team, die haben ein Konzept ausgearbeitet, unter anderem ganz stark mit Sven Hergovich, dem SPÖ-Chef in Niederösterreich. Und die sind ganz klar für einen Mietpreiszinsdeckel de facto und haben das auch mit dem Wirtschafts-Think-Tank Momentum-Institut so ausgearbeitet. Ich bin da auch, das habe ich das letzte Mal auch gesagt, eher etwas skeptisch.
Und ganz ehrlich, die Regierung kritisieren kann man immer. Und das macht auch immer Spaß. Nur ganz ehrlich, das, was der Herr Brunner den Banken jetzt abgerungen hat, ist auf jeden Fall besser als nichts. Und ich finde das sogar ganz gut. Weil der große Vorteil ist dabei, da fließt kein Steuergeld. Weil wenn wir jetzt einen Mietzinspreisdeckel haben, dann wird man das den Banken irgendwie vergelten müssen. Und da wird wieder Steuergeld dann genommen. Und da ist dann halt schon die Frage, jemand, der jetzt einen fix verzinsten Kredit hat, der ist dann der Dumme. Und kann das dann sein, dass wir wieder Steuergeld verwenden, um die Leute, die sich jetzt einen Kredit aufgenommen haben, zu retten? Ich finde nicht. Aber natürlich, die Preise sind ja massiv gestiegen, die Zinsen sind gestiegen und die Leute zahlen jetzt Raten, die sich manche nicht leisten können. Ja, und das darf es nicht geben. Ich finde es ja wohl, weil Sie von den Steuerzahlern reden, ich finde es ja wohl, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass man mit Milliarden an Steuergeldern, da reden wir jetzt nicht von einem Häuselbauer mit einem Haus mit 300.000 Euro oder so, ein Häuselbauer baut sich ja keine Villa hin, sondern ein Einfamilienhaus, ein normales. Ja? Wir mussten mit Milliarden Steuergeldern, Stichwort Lehman-Pleite, Stichwort Finanzkrise 2008, Banken vor dem Crash retten, mit österreichischem Geld, mit EU-Geldern. Ich erinnere daran, dass die BAWAG, die Bank für Arbeit, ja, und ich betone bewusst Arbeit und Wirtschaft, die Gewerkschaftsbank, die Bank des ÖGB, die dort auch ihren Streikfonds sitzen hat und keiner weiß, wie viel, wie hoch der ist, angeblich weit über eine Milliarde Euro. Das will überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn wir es transparent machen. Die BAWAG wurde gerettet, die soll jetzt helfen und was tun als Bank der Arbeiter. Es sollen gleich wie bei den Landesenergieversorgern die Landesbanken gehören in die Pflicht genommen. Wir haben in jedem Bundesland eine Landesbank, die Hypo Tirol, die Hypo Vorarlberg, Niederösterreich über Raiffeisen, die Steiermärkische Sparkasse in der Steiermark und so weiter und so weiter. Also landeseigene Banken, wo mit Landesgeld und damit Steuergeld die Banken wirtschaften. Und da glaube ich nicht, dass man gegen die gar nichts tun kann und die übermächtige Bankkonzerne sind wie andere, die UniCredit zum Beispiel, der die Bank Austria gehört, sondern die können was tun, weil sie der Politik gehören und das umzusetzen haben, was die Politik anschafft. Und das müssen die Landeshauptleute und die jetzt dorthin entsendet worden sind, von den Ländern in die Vorstände, in den Aufsichtsrat, in die Pflicht. Ja, das wäre gar nicht mal so dumm, wenn es zum Beispiel so einen Bankenfonds gibt, wo Banken verpflichtend einzahlen müssen, weil es ist jetzt auch so, wenn es eine Insolvenz gibt, dann gibt es für die Arbeitnehmer einen gewissen Insolvenzfonds, aus dem dann ihre Gehälter ausbezahlt werden. Warum gibt es das bei Banken nicht, um ehrlich zu sein? Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn alle einzahlen müssen. Ja, aber trotzdem zurück zur Frage, weil Sie da eher vorsichtig sind. Der Finanzminister hat ja gemeint, dieser Zinsdeckel kann nicht eingesetzt werden, weil das kartellrechtlich... Ja, also das ist natürlich kompletter Blödsinn. Also, verboten werden, ja. Das ist das eine. Das ist halt irgendetwas dahergeredet. Sie haben aber trotzdem Verständnis für die Banken, wenn Sie sagen, Sie nein. Herr Kern, Sie haben ja BWL studiert angeblich und in Österreich den Abschluss gemacht und nicht irgendwo in Aserbaidschan oder so. Also ich glaube, es ist wirklich echter Abschluss und Sie kennen sich das aus. Also mir fehlt noch eine Prüfung, aber sonst... Okay. Aber wie das jetzt kartellrechtlich ist. Ja, also das ist natürlich nicht so, weil dann wäre es ja auch bei der Strompreisbremse und so weiter so gewesen. Also das ist ja kompletter Irrsinn, ich weiß nicht. Das ist halt ein Scheinargument. Nur was man auf jeden Fall machen muss, es ist jetzt mal so, dass eben keine Mahnspesen und so weiter verlangt werden. Das ist ganz gut, aber es sollte dann vielleicht auch die Verpflichtung für Banken auferlegt werden, weil man rettet die sowieso, die sollten auch mal was zurückgeben an die Kreditnehmer, dass die vielleicht um 20% die Dauer der Kredite dann verlängern und darum halt auch die Ratenzahlung ein bisschen dann runterschrauben. Also das sollte verpflichtend sein und das ist dann einfach das Risiko der Banken. Entschuldigung, Banken haben Rekordgewinne momentan und woher kommen diese Rekordgewinne? Das ist ja nicht nur so, weil die mit irgendwelchen Aktien spekulieren und dann gute Profite machen. Nein, das Geld kommt von uns. Das kommt von unseren Kontospesen, das kommt von unseren Kreditnehmern.
Spesen oder von Überziehungsspesen, ja, die ihre Hose sind. Das ist unser Geld. Von geparktem Geld bei der EZB, das in der Krise mit Nullverzinsung, ja, Nullverzinsung die Banken dort lagern konnte. Jetzt hat die EZB allein in diesem Jahr 9-mal den Zinssatz erhöht. Mhm. Da sind wir mittlerweile also bei 3,75%. Das heißt, für die Banken, das heißt, die Banken haben dort mit Null eingezahlt und kriegen jetzt gratis 3,75% dazu obendrauf, ohne irgendetwas tun zu müssen. Ja? Die könnte man ein bisschen EZB schenkt es ihnen. Ja? Und ich glaube, dass ein Bankenfonds oder so etwas sehr wohl rechtlich möglich ist. Und ich erinnere auch daran, dass es einen Dr. Dieter Böhmdorf einmal gab, der Justizminister gewesen ist, in seiner Zeit als Rechtsanwalt, aber vor allem dadurch bekannt wurde, dass er ein Bankenkartell in Österreich aufgedeckt und zerschlagen hat. Ja? Also, und hier fixe Zinsabsprachen, ja, nachgewiesen hat. Also man kann schon auch, so übermächtig die Banken auch erscheinen mögen, gegen sie vorgehen, vor allem auf rechtlicher Seite und mit Rechtsprofis natürlich. Auch das könnte die Republik tun. Ja. Nicht wie der Angsthase vor den übermächtigen Banken sitzen, naja, sondern sagen, wir haben Gott im Bereich der Banken so viele Institutionen, die Finanzmarktaufsicht, die Leute der Nationalbank, ich weiß nicht, was alle Einrichtungen mit, allein die Finanzmarktaufsicht hat 500 Leute, ja, die wir so zahlen. 500 Leute, was machen die jetzt? Was tun die gerade? Die Kaffee genau dafür, trinken? Ja, die Kaffee trinken? Die können jetzt in die Pflicht genommen und gesagt, ihr 500 Mitarbeiter, kümmert euch jetzt um das. Das hätte der Brunner tun und auch machen sollen. Das hätte vielleicht noch aber die viel haben jetzt wieder mit Kryptoscams, ja, und so weiter relativ viel zu tun mit der österreichischen. Ja, aber trotzdem, bei 500 Leuten ja, ich glaube, werden so ein paar bin Leute ich dafür, haben, dass man sich auf das fokussiert und nicht auf Kryptowährungen. Ja? Ja. Der Finanzminister ist der Chef der Finanzmarktaufsicht, der kann das anweisen. Warum tut das nicht? Ja, wie gesagt, es war ein Gipfelchen, was abgehalten wurde. Herauskommen ist eben, dass man bei den Mahnspesen eben zurückschrauben und Stundungen in manchen Fällen. Und Stundungen in manchen Fällen, aber der Chef der Banken, des Bankenkonsortiums hat gemeint, wir werden uns das anschauen. Fixe Daten wurden keine genannt und vor allem wirkliche Entlastung bringt es eigentlich keine, weil klar ist, dass bei 14 Geldinstituten in Österreich 0,0% Zinsen aufs Girokonto bezahlt werden. Auch da gab es eine Erklärung, ein Girokonto ist kein Sparkonto, sondern ist ein Geschäftskonto. Geld am Girokonto liegen zu haben, ist ein Unsinn. Und vor allem, man spielt ja auch den Ball zurück zu den einzelnen Häuselbauern, weil sie gesagt haben, naja, warum nehmt ihr dann keinen Kredit mit fixen. Naja, das ist, Entschuldigung, da muss ich kurz einhaken. Ja, das ist der Punkt. Die Banken nur 4% haben fix Verzinste und die Banken geben das ja nicht weiter. Also das ist schon sehr gemein, wenn die Leute kritisieren dafür. Bei Fixzinsen können sie nichts tun, aber das Problem ist, und da würde ich ja klagen, und das setzt ja auch der Verein des Konsumentenschutzes an, dass viele Banken ausdrücklich einen variablen Zinssatz empfohlen haben, weil als besser und auf sich gesehen auch billiger sei, ja? weil wir den Leuten versprochen haben, die Zinsen werden sinken, damit wird der Kredit unterm Strich billiger. Jetzt haben wir das Gegenteil. Ja? Aber jetzt versuchen sie den Fixverzinsen anzufangen. Das ist absurd. Und da muss man eben dagegen vorgehen. Ich muss aber schauen, weil der Willibald Czernko, der Chef ist des Bankenkonsortiums in der Wirtschaftskammer. Ich kenne den persönlich und muss wirklich sagen, dass er als Person wirklich in Ordnung ist und sich da wirklich auch bemüht um seine Kunden. Also jetzt kein Wucherer oder keiner, der jetzt groß abcasht. Das sind eher dann die Banken bzw. die Mutterbanken, die dieses Ziel verfolgen. Nicht?
die Unicredit-Gruppe in Italien zum Beispiel. Ja, ja, aber in Italien hat sie eben die Premierministerin Meloni versucht mit einer Sondersteuer und hat damit extremen Schiefbruch erlitten. Ja. Stimmen Sie dem zu, was der Stefan Petzner gesagt hat? Man hätte zumindest eine Sondergruppe innerhalb der FMA bilden sollen, die sich um dieses Problem kümmern, und zwar Punkt für Punkt durchgehen, was kann man politisch machen, um eben die zigtausenden Häuselbauern in Österreich zu retten. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Finanzmarktaufsicht ein Auge darauf hat, auf die Banken, und es ist ja nicht so, dass die komplett untätig sind. Also da bin ich mir ganz sicher, ja, dass das passiert. Ja, aber wir merken nichts aber, ja, davon. Ja, natürlich, naja, das dauert alles leider Gottes ziemlich lang. Ich meine, apropos, man merkt nichts davon, es ist jetzt auch so in Italien, wenn wir gerade dabei sind, dass es in puncto Lebensmittel, da habe ich mit meinen italienischen Freunden geredet, und es gibt im Moment, kann ich kurz das erzählen, es gibt eine Pasta-Boykott in Italien, und da ist es auch so, dass es jetzt eine Kartellklage gegen die Pasta-Produzenten gibt, nur da wird man halt auch erst in 2 Jahren etwas merken. Aber eben, die Preise steigen in Italien genauso, egal ob Energiepreise, Bankenpreise oder eben die Pasta-Preise, was natürlich eine Katastrophe ist für die Italiener. Und die wehren sich mit einem Boykott, während bei uns jetzt die Lebensmittelkonzerne sich bei Puls 4 reinsetzen und die Konsumenten auslachen, ins Gesicht lachen, wie der Chef Obmann vor 2 Tagen das gemacht hat, wenn ich jetzt ein bisschen abschweife zu dem Thema. Aber ja, ja, gut, Sie geben das. Ja, ich habe ja gehört, Sie sind ja nächste Woche nicht da, deswegen diskutiere ich mit wem anderen, ja, weil Sie ja Urlaub machen. Ja, oh Gott, Urlaub von Herrn Petzler, oh yes. Ein Jet-Set-Leben führen und sich in Saint-Tropez aufhalten werden. Ja, also dem Ort der Schönen und Reichen. Also ich weiß nicht, ob Sie da jetzt... ja, also der große Spaghetti-Boykotteur sind, weil sie werden dort eher Austern Champagner und die was sie in sich runterleeren. Ja, ja. Wie gesagt, wir wollen hier keine Neiddiskussion, wenngleich das, was Nico Kern jetzt gerade angerissen hat, eben die Preise und die Teuerung, sind natürlich interessant. Diese Woche wurde auch mehr oder weniger bekannt, dass es einen unglaublichen Preisunterschied gibt zwischen Lebensmitteln und Getränken in Österreich und in Deutschland. Sie haben das angeschnitten, zum Beispiel der Biervergleich. Das ist ja etwas, was die Österreicher wirklich bewegt. Der Bierpreis als solches soll in Deutschland deutlich geringer sein als in Österreich. Erzählen Sie, was Sie da recherchiert haben. Also recherchiert habe ich nicht viel, ich habe auf Reddit ein Posting gesehen, wo jemand verglichen hat, die Gösser Radlerpreise, die in Leoben, halt 400 Meter entfernt von der Brauerei, 1,50 Euro im Biller sind. Und dann im Biller, also Rewe in Berlin, was ich glaube 850 Kilometer entfernt ist, sind die Preise auf einmal 1 Euro, also 99 Cent. Und das ist um 50% teurer, das ist ein kompletter Irrsinn. Und ja, das habe ich gepostet, hat ziemlichen Anklang gefunden, wurde von allen Medien aufgegriffen, weil ist klar, Bierpreis, mit dem kann man nicht spaßen, vor allem in Österreich. Und man sieht einfach, wie wir abgezockt werden. 50 Cent mehr für einen Radler, das ist Irrsinn. Und dann ist es ja immer so, diese Handelsverbände sagen, ja, in Österreich die Topografie, da gibt es Berge, wir müssen da über Bergstraßen wie in Afghanistan durchkutschieren. Und darum, also die ziehen uns da komplett ab, die Konsumenten, spucken uns da vor die Füße und machen das echt mit einem Grinsen, wie man immer sieht in der ZIP 2 oder jetzt bei Puls 4 oder vielleicht war der Herr auch bei Ihnen, bei OE 24 und lacht da eben die Konsumenten aus und verspottet die und erzählt Lüge und Blödsinn, so als wäre der Baron von Münchhausen. Alter, dass es bei uns nicht um Profitmaximierung geht, sondern um Dinge wie höhere Steuern und bla bla, aber das lässt sich alles nicht erklären. Das heißt, wir werden da komplett abgezogen von den Lebensmittelkonzernen. Und ich glaube, absolut jeder, der in den Supermarkt geht, merkt das. Und jeder, der auch mal einen kurzen Hupfer nach Deutschland macht, merkt, wie günstig dort das alles ist. Und wir sind so vernetzt. Und trotzdem ist es dort so viel günstiger. Das
ist durch nichts zu begründen, außer durch Gier. Doch nicht nur die Bierpreise sind deutlich günstiger, sondern auch die Mannerschnitten zum Beispiel in Mecklenburg vorkommen, sind deutlich billiger als in Wien. Aber Herr Petzl, Sie wollten da auch was dazu sagen. Ja, die Mannerschnitten, das ist, ich wollte noch einen Nachtrag machen zum Herrn Kern wegen des die Finanzmarkt, das dauert halt, haben Sie auch das Beispiel gesagt, 2 Jahre. Ja? Ich erinnere daran, wie es darum ging, die Bankkonzerne zu retten mit Milliarden Euro von Steuergeld. Da ging das Ganze sehr, sehr schnell, oft innerhalb von Tagen. Ja? Und wir sollen jetzt Jahre warten. Also wenn man wirklich will, zeigen auch die Verstaatlichungen der Banken, dann geht das ganz, ganz schnell. Und die Politik soll entsprechend auch ganz, ganz schnell hier sein und was unternehmen. Zu den Bierpreisen. Österreich ist natürlich ein Land der Biertrinker. Ich glaube, das Krügerlbier ist ja massiv, hat sich fast verdoppelt im Preis. Ich bin jetzt nicht der passionierte Biertrinker, vielleicht wissen Sie das besser. Sie ja, ich habe einen guten Gössermuskel. Ja. Ja, deswegen wollte ich fragen. Gutes Auge. Ja, also, nein, das doppelte nicht, aber schon fast. 50%, sowas kann man schon sagen im Restaurant. Also 50% wäre das Doppelte. 95 ist jetzt gar nicht mal so aber heftig. 50% wäre das Doppelte. Nein, haben Sie wirklich Ihren BWL-Abschluss in Ich glaube, Sie haben. Ich glaube, was reden Sie? Bitte, Sie machen sich ja komplett lächerlich. Also, wenn man von 100% das halbiert, sind es 50%. Aber wenn man von 100% 50% dazu gibt, ist es nicht das Doppelte. Aber das erkläre ich Ihnen vielleicht später noch einmal. Ja, gut, das wollen wir. Wir wollen aber trotzdem beim Bier streiten. Lassen wir die mathematische Diskussion. Ich füge nur an, wahrscheinlich hat er recht sogar. Ich gebe das gern zu, aber ich habe in Mathematik im Gymnasium durchgehend immer ein genügend bekommen und die Matura in Mathematik nur mit Ach und Krach geschafft. Also verzeihen Sie das bitte. Zu den Bierkonzernen und nochmal, da haben wir auch das Problem, halt, dass sich viele schon mittlerweile in ausländischer Hand befinden. Ja? Ich glaube sogar Gösser, sicher bin ich mal bei Buntigam, Heineken, gehören dem Heineken-Konzern. Der Heineken-Konzern ist ein niederländischer großer Bierkonzern. Wir haben nur mehr ganz wenig Biere, die wirklich Eigenmarken sind und auch uns gehören, beziehungsweise österreichische Eigentümer haben. Ein Beispiel davon ist übrigens das, woher ich komme, nämlich aus dem Bezirk Murau und es gibt das berühmte Murauer Bier. Auch hier wurde versucht, von Großkonzernen ja, mit sehr, sehr hohen Angeboten das Murauer Bier und die Brauerei aufzukaufen. Mhm. Die waren immer so schlau und gesagt, wir machen das okay, nicht. Super. Ja, wir sind ein Privatunternehmen, wir sind eine Genossenschaft, wir bleiben das. Ja? Jetzt muss man sagen, das Murauer Bier ist von Haus aus eher teurer. Dafür gilt es bei vielen auch als eines der besten. Sie sagen auch, es ist super. Aber Sie haben jetzt diese Preiserhöhungen, die jetzt stattgefunden haben, nicht in dem Ausmaß durchgeführt, wie es andere durchgeführt haben. Ja, Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, weil das Problem in Österreich sind diese Oligopolstellungen von den Supermärkten und das gibt es in Deutschland gar nicht mal so. Aber wenn es weniger Player gibt, genau, die erhöhen dann den Preis zusammen. Das ist eine Frechheit. Wenn jetzt der Heineken-Konzern die wichtigsten Bierkonzerne in Österreich in seinem Eigentum hat, dann kann der natürlich sagen, ich mache, was ich will. Ja. Ja, ganz klar. Und vor 20 Jahren, da habe ich eine Studie der EU gelesen, über 20 Jahre haben die Preise verglichen. Vor 20 Jahren, ganz verwunderlich, gab es keine Diskrepanz bei den Preisen. Da hat alles in Österreich so viel kostet wie in Deutschland. Und jetzt mittlerweile sind wir 20% über den Preisen in Deutschland. Also was ist passiert in den letzten 20 Jahren, frage ich mich. Ja, die Tatsache ist aber, dass wir nicht um 20% mehr verdienen als die Freunde und Kollegen in Deutschland, weil ich jetzt gerade gesehen habe, Sie haben ja eine Tätowierung am Unterarm, Herr Petzner, oder? Ja, Sie sind offensichtlich ein Überlebender der Politik, steht da drauf. Aber, komm, halt's in die Kamera. Ja, aber es gab wirklich vergangene Woche Diskussionen über Tätowierungen, wer sich zum Beispiel Klimaticket da rein tätowieren lässt. Das haben Sie, glaube ich, nicht am Unterarm, Herr Petzner, oder? Ja, das ist echt auf alle Fälle. Ja. Aber Klima- für, die,
für die Klimaticket hat er sich nicht in den Arm Sie sehen, hier steht lassen. Oben auf Englisch Survivor, ja, und ich sage, das heißt Überlebender, ja, und ich sage den vielen, die jetzt wirklich Probleme haben, genau den Häuselbauern und so weiter, wir werden das schon schaffen, auch sie werden ein Survivor sein und ja, das yes, überstehen. Ja, Überlebender auf Deutsch ging sich am Handgelenk nicht aus. Das ist die eine Geschichte, die wir nach der Pause auf Englisch, die ja. nach der Pause diskutieren werden. Und vor allem auch Herbert Kickl, das Phänomen des Sommers. Ein Mann, der meistens schweigt, aber wenn er was sagt, löst er einen unglaublichen Wirbel aus. So auch mit seiner Bezeichnung, das ORF-Sommerinterview fand in einem Raum statt, das erinnerte an ein Stasi-Verhörzimmer. Mehr davon nach der Werbung. Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Im ersten Teil der Sendung diskutierten wir darüber, dass Tausende, wenn nicht gar Zehntausende Häuselbauer in Österreich zittern. Die Zinsen gehen durch die Decke. Die Rückzahlraten für variable Kredite sind fast nicht mehr zu bezahlen. Nur ein kleines Beispiel, wer ein Haus wie er Kredit finanziert hat in der Höhe von 350.000 Euro, hat vor der neuen Erhöhung etwa 1.200 Euro Rückzahlrate gehabt. Das ging sich in etwa aus, wenn beide verdienen, Mann und Frau. Jetzt liegt man bei 2.000 oder sogar über 2.000 Euro. Das ist für viele kaum mehr finanzierbar. Das war ein aufreger Thema. Das andere ist eben die umstrittene Aktion der Umweltministerin Gewessler beim Frequency Festival in St. Pölten. Das ist ein Pop-Festival, wo zigtausende Jugendliche hinkommen und tagelang feiern. Wer sich das Wort Klimaticket auf seinen Körper tätowieren lässt, bekommt ein Klimaticket gratis. Eigentlich eine unglaubliche Aktion, angeregt von einer Ministerin. Herr Kern, was sagen Sie zu der Nummer? Ja. Also, ja, ich meine, 6 Leute haben sich dann im Endeffekt dazu bereit erklärt, sich ihre Haut zu verzieren lasen, ihr Leben lang, bis sie es weglasern oder überstechen lassen. Und ich weiß halt nicht, in welchem Zustand die Leute schon waren. Ganz nüchtern wären die wahrscheinlich nicht gewesen sein. Also, ich habe mir die Tattoos angeschaut, die sind grässlich. Also, unfassbar, wie man sich sowas tätowieren lassen kann. Und natürlich, manche Leute kritisieren, die Kosten als Steuergeld, ist ja nicht gratis, der Tätowierer wird einiges bekommen haben und ein Klimaticket kostet 1.095 Euro. Also die ganze Aktion wird wahrscheinlich schon um die 8.000 Euro gekostet haben, aber vielleicht sogar mehr. Aber es geht da in dem Zusammenhang nicht so sehr um die Kosten der Aktion, sondern um die Tatsache, dass wirklich junge Leute, die bei einem Festival sich amüsieren wollen und vielleicht auch das eine oder andere Bierchen trinken, ihren Körper mit einem Tattoo verunstalten lassen. Ich weiß jetzt, Herr Betzner, Sie sind tätowiert, Sie haben Survivor am Unterarm, er ist ein Überlebender, er hat die Politik überlebt, der gute Stefan Betzner, aber es ist etwas, was man das ganze Leben lang am Körper trägt. Würden Sie sich Klimaticket auf die Brust stechen lassen? Na, auf jeden Fall nicht. Ich hinterfrage wirklich auch die Kosten hier, denn das Ministerium muss ja das finanzieren. Die Gewessler wird ja das nicht selber gemacht haben. Ich hoffe auch nicht, dass sie selber der Tätowierer, wo er vielleicht haben sie deswegen so hässlich ausgeschaut. Nein, aber es hätte auch andere Werbeformen geben können. Das kostet extrem viel Geld, wie Sie gesagt haben. Und das nehmen sowieso ohne Werbung schon so viele das Klimaticket, weil es in Summe einfach viel, viel billiger kommt. Aber und eine gute Aktion ist eigentlich, ja. Naja, aber entsprechender Kosten. Ja. Aber bei Tätowierungen muss man sich wirklich gut überlegen, welche man macht und wo, ja? Vor allem wo,
Weil viele, oder Justin Bieber oder so, die lassen sich ja da schon den ganzen Körper tätowieren. Man muss ja auch immer daran denken, dass durch den Alterungsprozess natürlich die Haut besonders schlaff wird an gewissen Stellen. Ich rede jetzt wirklich als Experte und das dann natürlich furchtbar ausschaut. Oder man hat sich irgendeinen Fisch auf den Nabel tätowieren lassen oder neben dem Nabel und dort kriegt man, also einen Delfin zum Beispiel, und dann kriegt man einen Bierbauch und dann schaut der Delfin plötzlich aus wie ein Bootball. Also, da muss man vorsichtig sein. Ich kann ja jedem sagen, es ist, tut nicht so weh, wie man glaubt. Und ich habe ihm zum Beispiel bewusst zwei Wörter genommen, eins auf der linken Hand, eins auf der rechten, und an einer Stelle, die eben sicher ist, weil diese Seite des Armes, die bleibt so, wie sie ist, auch wenn man 100 ist, so weit wäre ich nicht. Aber Jörg Haider haben Sie sich nirgendwo einstechen lassen. Naja, wir wollen nicht wissen, wo Herr Wendl. Am Hintern. Ja. Ja. Das ist jetzt klar. Also ich meine, ich sehe das jetzt so, wenn man alt wird, wenn man 80 ist und so, dann ist es eh schon wurscht, ob man schlaffe Haut hat. Also da ist es ja schon egal. Naja, Sie wissen ja, dass ich sehr eitel bin und die Aussage mit dem Tattoo, also die zwei reichen. Und ja. Gut, dann brechen wir jetzt diese Tattoo-Aktion ab, die Ministerin Gewessler hat für ihre Aktion im Netz natürlich einen fürchterlichen Shitstorm geerntet. Zu Recht, wie ich meine, denn wirklich eine politische oder halbpolitische Message rauf zu tätowieren auf den Körper vom Betrunkenen, auch aufzufordern, ist vielleicht ein wenig zu weit gehend. Das ist das eine Thema. Das andere ist eben Herbert Kickl, das Phänomen dieses Sommers. Er sagt wenig, und wenn er was sagt und wenn er auftritt, dann löst er immer eine Welle der Empörung aus. So auch bei den Sommergesprächen. Auf der einen Seite empörte es zum Beispiel den Generalsekretär der ÖVP, dass er das Interviewzimmer des ORF, das zugegeben ziemlich düster ausschaut, mit einer Stasi-Verhörzelle verglichen hat. Das hat den Herrn Stocker so aufgeregt, dass er gesagt hat, jetzt weiß man endlich, wie dieser Mann wirklich tickt. Das ist das eine. Und das andere, er hat dreimal in dem Sommergespräch eben erwähnt, dass er eine Zusammenarbeit mit den Identitären überhaupt problemlos sieht. Für ihn sind die Identitären NGOs wie zum Beispiel Greenpeace oder eine andere Organisation. Sie haben das gehört, die Nähe zu den Identitären. Wie bewerten Sie das? Ja, also er hat das nicht nur einmal gesagt, das war nicht ein Ausrutscher, sondern hat das genau dreimal gesagt, hat die verteidigt. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Die Symbole der Identitären sind verboten. Ja. Das fällt unter das Verbotsgesetz und diese NGO, wie er nennt, verteidigt er. Also das ist irre, das sind alle Grenzen, jeder Scharniere ist gefallen und da müssen die Leute echt die Grenze ziehen. Also wenn man die FPÖ wählt, kann man gleich die Identitären wählen und man weiß, das sind ganz klare, stramme Rechtsextreme und wirklich, das ist eine rote Linie, die Kickl ja bewusst überschreitet und der meint das ja wirklich so. Also der brennt ja dafür, das ist seine Ansicht und diese Stasi-Saga, das hat er zu Gaudi gesagt, genauso wie Leute konzentriert lagern, da sagt er halt einen Blödsinn und wartet auf den Shitstorm, der da kommt, aber das mit den Identitären, das hat mich echt entsetzt. Sie sehen das aber deutlich anders, oder? Ich bin entspannt, ich verstehe die Aufregung überhaupt nicht. Das wundert mich nicht. Naja, Entschuldigung. Die Identitären sind eine Organisation, die offiziell zugelassen ist, die entsprechend Meldung erstattet hat bei der Vereinsbehörde, die im Innenministerium sitzt, wie es notwendig ist. Es gibt gewisse Symbole, die verboten sind, wo sie völlig
lächerlich finde, weil das sind meistens altgermanische Schriftzeichen. Warum das schon verboten sein soll, verstehe ich überhaupt nicht. Aber es ist schon vieles rätselhaft, was die Justiz heute aufführt. Aber wichtiger zu den Personen. Ja, es sind hier, da hier von Rechtsextremen zu reden, ja, ist wirklich, da könnten Sie wirklich eine Klage am Hals kriegen. Ja, okay. Ich kenn Identitären aus, sind rechtsextrem, klagt mit Klagen, bitte. Ja, ja, gerne. Weil diese als rechtsextrem zu bezeichnen, ist wirklich viel. Sie sind rechtsextrem. Ist eigentlich eine Frechheit. Das ist eine patriotische Rechtsextreme, eine patriotische, engagierte Jugend. Ja? Ich habe mich also mit den Endeffekt Leuten, muss man da ich muss eins nennen, ja. Ich habe mich mit, naja, ja, verbotenen Symbolen. Man muss mit den Leuten auch reden. Na, und ja, das ist ihr Problem. Sie verweigern es ja, mit den Leuten draußen zu reden, sondern bunkern sie. Ja, mit manchen Leuten darf man nicht reden, denn man muss man mit ins Gesicht fahren. Ich rede mit jedem, ja, sogar mit einem Stasi-Menschen. Dort würde ich wahrscheinlich müssen. Ja. Aber noch einmal, man muss sich diese Leute anschauen. Ich kenne den Herrn, ich habe gesagt, gut, ich will mal die Leute persönlich mal kennenlernen. So, Sie hängen mit den Identitären ab? Nein, sondern ich wollte die mal persönlich kennenlernen, um selbst zu beurteilen und mir selbst ein Bild zu machen. Und wen sind, haben Sie jetzt kennengelernt? Den Martin Sellner zum Beispiel, der ja als Chef der Identitären geht. Was halten den Roman Sie von Mösenäder, der auch dort aktiv ist. Ja? Na, der Martin der Sellner, rausgehaut übrigens der wurde, der Mösenäder. Weil er so rechtsextrem ist, ja? Wurde rausgehaut. Von der FPÖ rausgehaut, weil er zu rechtsextrem ist. Das muss man mal schaffen. Martin Sellner ist ein hochintelligenter Mensch, studiert Philosophie, beschäftigt sich mit diesen Fragen, hat aber ist weit weg davon, irgendein Rechtsextremer zu sein, bitteschön. Aber also, er stand zum Beispiel auf der Mail-Liste des Christchurch-Attentäters, der noch Dutzende Leute erschossen hat. Er ist mehr oder weniger vom Verfassungsschutz Sie werden unter auch Beobachtung. Mails bekommen von Leuten, aber Herr Betzner, glauben Sie nicht, dass Sie da etwas schön reden, was nicht komplett schön zu reden ist? Und der Kickl hat da völlig richtig geantwortet und auch völlig richtig argumentiert. Ja. Es sind linke Linksextreme, wenn man jetzt so vergleichen will. Es sind linksextreme Organisationen wie die Antifa, die in Wien Straßenschlachten veranstaltet haben schon und Polizisten verletzt haben. Die sind zugelassen, bei denen passt alles. Die Identitären, die rechts sind, aber nicht rechtsextrem, die keine Schläge haben, die keine Innenstadt verwüsten, sondern die trainieren immer Boxen in ihren Kammern. Die wie Greenpeace, Aktionen machen. Das ist das Dümmste, was Sie gesagt haben. Vielleicht sogar noch dümmer als die Russland-Aussagen. Greenpeace lässt sich auch oft von irgendwo abseilen und hießen transparent. Die Identitären machen genau das Gleiche, was dort eine super Aktion ist, weil sie von einer linken, grünen Organisation kommt, soll bei einer rechten Organisation das große Problem sein. Das ist unfair. Also Sie vergleichen Greenpeace mit den Identitären. Und das ist auch nicht nur hergemacht, sondern man macht das auch für die Worte. Und das ist völlig richtig, dass da Herbert Kickl hier keine Distanzierung von den rechtsextremen Identitären, die vorgenommen haben, weil sie nicht notwendig ist und weil die Identitären zu einem großen Teil bei Nationalratswahlen sicher auch FPÖ-Anhänger sind. Warum soll man sich von den eigenen Anhängern distanzieren? Noch dazu, wo es junge, engagierte Leute sind, die sich einfach Sorgen machen um dieses Land und daher auch eine Remigration fordern. Das ist deren Hauptforderung, also eine Rückkehr der vielen Ausländer und Asylanten in ihre Heimatländer. Gut, also Stefan Betzner nennt die Identitären junge, engagierte Leute. Ich glaube, jetzt sind Sie dran, Herr Kern. Sie haben da eine gute und passende Antwort auf das, was jetzt gerade
Ja, besser gesagt. Ja. Also es ist ein kompletter Irrsinn, wie er das alles verharmlost. Es ist kompletter Wahnsinn. Auch, dass der Herr Kickl, der neue Parteichef, anscheinend mit denen bei Du und Du ist und Busenfreunde mit denen spielt, weil er die jetzt verteidigt hat dreimal und die vergleicht mit Greenpeace, also kompletter Irrsinn. Und da merkt man eben, was man bekommt, wenn man die FPÖ wählt. Und ganz ehrlich, Kickl muss weg. Warum ist da ein Herr Hofer oder so oder eine Frau Swassig nicht die Chefin? Es ist kompletter Wahnsinn. Ich meine, man kennt das ja in der FPÖ Wien. Sie im Leo Kohlbauer hat jetzt auch keine Berührungsängste, aber das ist ein Next Level. Haben Sie da jetzt genau zugehört, meine Damen und Herren? Der Herr Kern spricht von Irrsinn, der Herr Kern spricht von Wahnsinn. Ja, das ist alles ein Wahnsinn, das ist alles ein Irrsinn. Und inhaltliches Argument habe ich jetzt kein einziges gehört, obwohl der Herr Wendl als Moderator danach gefragt hat. Kein einziges weil Argument. Weil Sie zu viel reden und zu wenig zuhören. Das nein, ich habe jetzt ganz genau zugehört. Die mit verbotenen Symbolen eben... mit Symbolen, die wirklich unter das Verbotsgesetz waren, sich rühmen anscheinend. Und es ist ein kompletter Wahnsinn, dass man mit solchen Menschen redet. Wir haben einen Verfassungsschutz, der die Identitären, der die beobachtet, wahrscheinlich. Der, wenn es so wäre, die Identitären als rechtsextrem eingestuft hätte. Und jeder stuft auch als rechtsextrem. Ja? Nein, aber das sind die offiziellen Stellen und der Verfassungsschutz ist da ganz genau und streng. Ja? Und wir haben in Deutschland zum Vergleich einen Flügel unter der AfD mit Björn Höcke, der vom Verfassungsschutz sogar überwacht wird, weil er als rechtsextrem gilt. Ja? Und diese Unterscheidung ist mir schon sehr, sehr wichtig, die offiziellen Behörden treffen. Nicht der Herr Kickl und nicht ich. Ja, also es ist so, manche Linke, die verwenden das Rechtsextrem wirklich zu oft. Ich mache das nicht, aber ja, Sie haben jetzt in dieser Sendung, glaube ich, 15 Mal das Wort Rechtsextrem in den ganz Mund genau, das sage ich über die Identitären sofort. Und jedes Mal, wenn es so geht. Die Antifa, keine Ahnung, was die Antifa ist. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Leuten. Ja, also, wahrscheinlich. Das ist okay. Wahrscheinlich würde ich die als linksextrem zeichnen. Das ist auch okay, dass die die Wiener Innenstadt durchwüsten. Nein, also natürlich verwüsten nicht. Aber andererseits, wenn sie sich den rechtsextremen Identitären gegenüberstellen. Ja. Wobei ich jetzt schon etwas dazu sagen muss. Also klar ist, hier bei Fellner Live, jeder kann sagen, was so sein. Meinung ist, wir haben auch eine redaktionelle Meinung zu den Identitären und sie wird von uns schon auch als rechtsextreme Gruppe eingestuft und Martin Zellner, der jetzt von Stefan Petzner ja eigentlich hochgelobt worden ist als netter kleiner Philosophiestudent, das ist er beim besten Willen nicht. Er hat engste Kontakte auch gepflogen zu den Attentätern von Christchurch. In seinem Sammelsurium, was er so veröffentlicht, sind eindeutige rechtsextreme Nachrichten. Da steht außer Zweifel und der Verfassungsschutz beschäftigt sich mit ihm und mit seiner Gruppe und jenen, die rund um ihn herum sind, schon seit Monaten. Und der Unterschied, das noch dazu ist, ja, man muss sich auch von den Linksextremen distanzieren. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Andreas Babler oder einer seiner Vorgänger oder die Vorgängerin jemals dreimal, viermal hintereinander die Antifa verglichen hätte mit Greenpeace oder mit einer anderen NGO. Und, darum geht es ja. Und das ist eben die Frage, die wir versucht haben, hier zu klären. Ich habe auf die redaktionelle Linie von Österreich keinen Einfluss. Wäre auch furchtbar, wir haben ja die Pressefreiheit. Ihr fährt eure Linie. Ich kann sie aber als Leser für gut empfinden oder nicht. Ich empfinde es als Leser für nicht gut. Ja? Und ich möchte schon noch auf eines hinweisen, ja? Wegen Verfassungsschutz und so weiter. Das Handy des Martin Zellner oder Smartphone ist, glaube ich, mittlerweile schon 2-3 Jahre her, dass das beschlagnahmt wurde. 2-3 Jahre her, dass dort eine Hausdurchsuchung stattfand. Es gibt bis heute keine Anklage und bis heute keine Verurteilung gegen den Herrn Zellner wegen Rechtsextremismus
oder wegen Artikeln, die Sie genannt haben, da gibt es nichts. Und glauben Sie mal, die Justiz in Österreich ist bei Rechten, schauen Sie erst recht genau hin. Ja? Und sagen, haben sehr viele linke Anwälte, die Gott die Rechten auch gerne ins Visier nehmen, fast verfolgen, muss man sagen. Es gibt keine Verurteilung, nicht einmal eine Anklage gegen den Herrn Sellner vor. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen und auch Sie erklären. Ja, und ein Schlusssatz noch, ich bin jetzt kein Freund von Herrn Sellner, oder wie Sie gesagt haben, ich hätte ihn hochgelobt, sondern ich bin ein Mensch, der sagt, wenn da Leute wie die Sau durchs Dorf gejagt werden, dann schaue ich mir den mal persönlich an und schaue mir selber an, wie der ist. Und ich habe in meinem Gespräch und bei meinem Treffen da überhaupt nichts gefunden und wurde von ihm auch nichts gesagt, was irgendwie problematisch ist. Im Gegenteil, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ein hochintelligenter Mensch ist, der sich mit Politik sehr beschäftigt und sich auch politisch sehr auskennt. Ja, möglicherweise auch ein Wolf im Schafspelz. Das ist die eine Frage. Wir werden das hier in dieser Sendung heute nicht erklären können, aber trotzdem noch ein Schlusssatz zu Herbert Kickl und sein Hochloben der Identitären. Ja, also das ist ein kompletter Irrsinn, aber vielleicht noch ein Satz dazu, wie es inhaltlich war. Inhaltlich sonst hat der Herr Kickl das eigentlich erstaunlich gut gemacht. Und er wird mit einem Herrn Nehammer Schlitten fahren. Also dass die Debatten, darauf freue ich mich, um ehrlich zu sein, schon. Nur ich hoffe, dass er sich ein bisschen einbekommt und abgeht von dieser rechtsextremen Linie, weil damit ist er echt nicht wählbar für normale Menschen. Ja, ein Schlusssatz von mir noch bitte zum Sommergespräch. Da hat er wirklich sehr, sehr gut gepunktet. Vor allem auch erstaunlicherweise beim Klimathema, wie ich finde. Auch die Identitären Aussage stellt für mich überhaupt kein Problem dar. Die drei. Was ich als unnötig empfand und als nicht ganz fair, war dieser Vergleich mit dem Verhörzimmer. Ja, das war gegenüber der Moderatorin und auch dem Sender, der wirklich bemüht ist, hier mit was Gutes abzuliefern. Nein, ich kenne mich da aus, der hat da wirklich Spezialkameras mit an Bord, die viel Geld kosten und die nur dazu da sind, ein gewisses Bild, das keine normale Kamera zu scharf aufzunehmen. Es war kein Verhörzimmer ist Gott der Vergleich auch mit dem Verhörzimmer einer Stasi-Verhörzimmer insofern nicht ganz, weil es war, die Stasi war der Geheimdienst der linken kommunistischen Regimes. Verbrecherorganisation. Sprechen Sie es einfach aus. Regime heißt ja wohl jetzt unter Erich Honecker. Sie werden jetzt nicht glauben, erwähnen Sie, jetzt machen wir uns wirklich lächerlich, dass ich auch noch ein DDR-Anhänger bin. Bei Ihnen wäre es wohl also, nicht. Man kann Kommunisten-Nazi. Man kann nicht vieles unterstellen. Oder glauben aber, dass ich ein glühender Kommunist bin und sogar Anhänger von kommunistischen Diktaturen. Nicht, aber insofern habe ich den Vergleich nicht in Ordnung empfunden und auch gegenüber der Moderatorin als nicht ganz fair und unfreundlich, aber sonst war das Sommergespräch von A bis Z sehr gut und ich glaube von allen, die bisher geführt wurden, auch das Beste. Ja, er wird ja auch bei OE24 TV zu Gast sein. Ja. Ich glaube eh schon. Ja. Das ist nächste Woche. Oder? Ja, auf jeden Fall. Wir werden sehen und es werden die Quoten auch dementsprechend sein. Wir werden jetzt aber trotzdem nicht erklären können, sind die Identitären jetzt extrem rechtsradikal oder nur rechtsextrem, wie Stefan Betzner sagt. Weder das eine noch das andere gesagt. Ich sage, dass sie rechtsextrem sind und ich glaube alle anderen auch. Nicht rechtsradikal. Die mich gerade das verharmlosen wollen. Sie sind nicht rechtsradikal, sie sind nicht rechtsextrem, sondern es ist eine rechte, engagierte, junge Truppe, die sich für Österreich einsetzt und die Patrioten sind. Ja, das lassen wir jetzt einmal so stehen. Wir sind deutlich anderer Meinung. Ich danke trotzdem für dieses Gespräch, Nico Kern, und danke vielmals Stefan Betzner. Danke.